Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zur schönen Nacht in Hogwarts Legacy. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach einem Albino-Vogel. Ein Tierwesen, ein Dodo, würden die Menschen dazu sagen. Ist aber eigentlich gar kein Dodo. Sieht nur so ähnlich aus. Und die Frau, die den Vogel haben möchte, wirkt ein bisschen komisch, weil sie sehr auf die Federn fixiert ist. Und weiß nicht, ob sie da vielleicht nur auf Geld aus ist. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Also, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch danke für den Daumen nach oben bei Folge 75. Soweit fortgeschritten schon. Da vorne ist der Baum. Richtig schön an der Spitze hier von dieser Küste. Steilküste. Da sind noch Luftballons. Brauche ich jetzt aber nicht. Das muss der Dirk Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also, wo ist Gwenyra? Miss Moffat. Dieser Name allein schon. Huch, ich wollte nicht schießen. Das ist sie schon hier, die Albino. Okay. Oh, mit Einfrieren hält das länger an, als wenn ich sie nur mit Leviosa... Ich hab sie. Das muss ich Miss Moffat sagen. Genau. Also es hält länger an, als wenn ich sie nur mit Leviosa kurz schweben lasse, die Tiere. Einfach einfrieren und dann einsaugen. Das ist gut. Guck mal, da ein Wal. Walknochen, oder? An dem Strand hier. Krass. Küste ist schon was Schönes. Fühlt man sich gleich wie zu Hause, wenn man aus, wie ich, in Hamburg geboren ist. Aber wir haben nicht so geile Küsten wie hier. Vor allen Dingen haben wir nur die dreckige Elbe. Aber Wasser. Irondale ist nicht halb so hart. Bin ich nicht auch hier beim Besenrennen bei dieser Brücke rumgeflogen? Alter! Treff doch mal. Okay. So, jetzt habe ich's. Hier ist wieder das Quidditch-Feld, das Antike. Aber ist eigentlich mal cool, auch mal so ein Quidditch-Feld zu sehen, weil man kennt das ja auch bei uns so, dass man überall so Fußballplätze hat, wo Kinder dann auch spielen und so. Oder auch in anderen Gegenden auf dem Dorf, keine Ahnung, so. Sieht interessant aus. So ein ganz normaler Bolzplatz, den man so sieht auf dem Acker oder sowas, ne? Weil spielen kannst du ja überall. Und hier jetzt auch mal, ja, so ein Quidditch-Feld zu sehen, weil Quidditch halt in der Zaubererwelt halt so verbreitet ist. Nicht immer nur schöne Stadien wie in Hogwarts oder bei der Quidditch-Weltmeisterschaft oder so. Nee, auch auf dem Land einfach mal jetzt so ein Feld zu sehen, macht das Ganze echt ein bisschen echter, finde ich. Aber schade, dass man da gerade keine Kinder oder so sieht, die da spielen. Gut, wir haben gerade Nacht, aber gut, tagsüber auch nicht. Das wäre nochmal ein anderes Highlight gewesen, wenn da wirklich Leute wären, die dann spielen. Wobei Kinder vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren man als Zauberer in dieser Welt einen Besen benutzen darf. Miss Moffat kümmert sich um diese armen Dairy Calls. Naja, Miss Moffat interessiert sich nur für die Verwertung der Federn für ihre Mode. Aha. Das sind gute Informationen, die ihr mir hier gebt. Sie interessiert sich also wirklich nur für die Federn. Gibt es hier noch andere Leute, mit denen ich reden könnte? Die mir auch noch was über Miss Moffat erzählen? Dann behalte ich den Vogel nämlich lieber für mich. Oh, hallo. Schon Glück mit Gwenyra gehabt? Vielleicht. Miss Moffat, ich habe Gwenyra gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Es war einfach. Nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun, kann ich sie jetzt haben? Also, ich brauche den Vogel nicht. So, ich hab noch andere Dodos, die ich im Raum der Wünsche habe. Ich behalte sie, könnte ich sagen. Ja, ich könnte hier halt noch ein bisschen Geld rausschlagen. Was sie dann damit macht, ob sie da daraus Kleidung macht mit für ihre Federn oder sowas, juckt mich doch nicht. Ja. Aber ich erwarte eine Bezahlung. Das ist wohl angemessen. Ich weiß, wie schwer es gewesen sein muss, sie zu fangen. Sie hat einfach so herrliche Federn. Oh, damit werde ich gewiss die allerschönsten Kleider machen. Und sie hätte natürlich auch ein gutes Leben.
Natürlich. Danke, zufrieden, dass Sie mir Guinaira gebracht haben. Ich werde auf Sie achten und Ihre Federn nur sparsam verwenden. Ja. Ich vertraue dir voll. Hm? Bist vertrauenswürdig. So, Quest abgeschlossen. Siehst du, so kann man wenigstens noch ein bisschen Profit aus dieser ganzen Sache rausschlagen. Einfach sagen, es wird teuer und zack, hast die Knete. So spielt man. Geldeffektiv. So, dann Sebastian. Das hier ist übrigens der letzte Floh-Netzwerkpunkt, den ich noch brauche. Dann gibt es wieder eine Trophäe. Mhm. So, ich glaube, ich kann weiter in Richtung Süden. Hier hin weiter. Hier sind noch 1, 2, 3, 4 Nebenaufgaben, bevor ich dann hier zur Hauptgeschichte gehe. Vielleicht auch schon die letzten Nebenaufgaben im Spiel, außer es tauchen wieder neue auf. Ich gehe mal hier zu dieser Burg, weil hier müsste dann das mit der Schatzkarte sein. Machen wir den doch erstmal, weil ich diese Schatzkarte ja noch dabei habe. Na? Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Ist das die Burg, wo Rookwoods Leute immer von reden, ne? Ich wollte nur gucken, wo die Schatzhöhle ist. Hier ist die Treppe. Also, ne, Treppe, dieser Weg, und aber keine Treppe. Auch kein Eingang. Hier vielleicht? Nein? Hm. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Ja. Ein Dutzend Menschen. Wenn das nicht bei dieser Burg ist, könnte es da vielleicht noch sein? Sonst fällt mir keine mehr ein. Für die Schatzkarte. Vielleicht aber auch hier. Soll ja nicht direkt da drauf sein, sondern das war ja eher da unter. Keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sein soll. Wir sind auch Gegner. Sind doch genug dumme Tierwesen für alle da. Oh, welch angenehme Überraschung. Das Merlins-Rätsel meinst du aber wieder nur. Sonst sagt sie doch auch immer irgendwas, wenn man in der Nähe ist von so einer Schatzkarte. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nopf. Na, aber es scheint auch nicht hier zu sein. Zeig dich! Aber das ist doch hier die Wasserfläche, wo ich jetzt hier bin. Hier war diese Wasserfläche. Warte mal, da sind noch... Ja, hier sind überall Burgen. Guck mal, da ist noch eine Burg. Hier ist auch noch eine. Sogar hier. Nicht die große. Na gut, das ist eher auch wie eine kleinere Wand. Da ist das. Guck mal, jetzt weiß ich, wo das ist. Das ist wirklich direkt da, wo ich auch eben hingeguckt habe. Das ist hier. Da auch, wo die Nebenaufgabe ist. Dann kann ich die ja mitmachen. Das ist ja perfekt. Ach, so müde. Soll nur ein verlorenes Mondkalb. Verlorenes Mondkalb. Wir reden immer nur über Tiere, ey. Das scheint echt lukratives Geschäft zu sein. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Naja, das da nicht. Das große, ja. So, da ist dann die Höhle und auch noch eine weitere Nebenaufgabe. Hier, wo das Wasser ist. Hier ist die Treppe und da geht's rein. Gut, dass ich hier nie eingesperrt bin. Wie konnte ich mich da reinziehen lassen? Sogar da... Der Henry hat das versteckt, das steht ja sogar dran. Lüll. Okay, wieder ein Rätsel. Wo in Merlins Namen bin ich? In Henriettas Versteck. Aber wer war Henrietta und warum hat sie einfach so eine Karte da hingelegt bei dem anderen Lager? Hm. Feuer. Confringo!
Wingardium Leviosa. Ist aber kein Feuer. Grazie. Warte mal, Eis muss doch jetzt hier. Hier ist doch Eisfläche da. Hier ist Eis drauf. Hier war ein Feuerzeichen. Da war ein anderer Würfel hin. Aber das ist doch der Feuer, der Eiswürfel. Haben wir denn hier noch so einen Würfel? Revelio. Das kann doch. Okay. Haben wir auf der anderen Seite auch sowas? Ja. Aha, da ist der Feuerwürfel. Tada! Ein Geheimnis. Erschwinderinnen. Aha. Coole Greifstatue. Damit hätte ich rechnen müssen. Hätte ich das? Wer mich nicht pünktlich bezahlen kann, den... Ist das der Hippogreif von meiner Schatzkarte? Der hier, ja. Ach du Scheiße, da kommt noch einer von da. Schnell die hier ausschalten. Ah, da habe ich schon leisere Zentauren gehört. Expulso! Geht's noch? Expulso! Expulso heißt das. Nein, ich wollte den da oben haben. Das war noch nicht alles. Wie viele von uns dort besiegt sind, kommen wir. Was hast du getan? Einer weniger. Okay. Alter, wie alle im Rumheulen sind. Expulso! Bist du vor? Dem hier aus. Da fliegt ihr aber weg, was? Der ist schon down. Ah, doch nicht gegen die schöne Greifstatue. Einfrieren! Zerschneiden! So. Also, einfrieren und zerschneiden ist immer eine echt coole Kombo. Ich glaube, ich müsste das auch mal versuchen mit einfrieren und Bombarda oder so. Das könnte vielleicht auch ganz gut sein. Ah, guck mal hier. Hier sind überall Brandschalen um den Phönix rum, die ich anmachen kann. Confringo. Machen wir das doch. Okay. Ich habe mehr erwartet. Die brennen jetzt zwar alle schon, oder haben wir irgendwo noch mehr Feuerschalen? Die sind auf jeden Fall alle an. Wie komme ich denn darauf? Da! Wie wär's, wenn ich die große Riesentreppe nehme? Könnte man machen. Was war das für ein Geräusch? Hat hier einer Brechdurchfall? War damals bestimmt sehr prunkvoll. Wenn Rookwood sagt, es gibt hier einen Schatz, dann gibt es auch einen. Weitersuchen. Einen Schatz soll es hier also geben. Also ich habe beim Greif jetzt alle Lampen angemacht. Was war das denn? Das ist eine Falle? Ich kann hier nicht durch? Hier? Da werde ich aber da reingesaugt und komme hier wieder raus.
Das ist ja interessant. Ich hab dich im Duell gesehen. Du hast keine Chance. Ich komm da echt nicht rüber. Platz hier. Kindo. Ringo. Wie ist er denn da hingekommen? Grauenhafte Bande. Selbst unsichtbar geht's nicht. War hier eben ein Zeichen? Revelio. Vielleicht auf eine bestimmte Platte nur drauftreten oder sowas. Da drüben sind wieder Feuerschalen. Aber auch auf der anderen Seite von den Dingern. Aber wie komme ich jetzt darüber? Hier leuchten schon alle. Darf ich alle an? Das ist doch auch... Hinter diesen Dingern? Die kann ich aber nicht umdrehen, ne? Da waren nur Kisten. Ich werde immer wieder hier zurückgeportet. Springen geht auch nicht. Und das da leuchtet auch schon. Die Lampen da oben. Revelio. Unsichtbar geht's halt auch nicht, dass mich das da nicht sieht, was immer da auch sein mag. Die hier müssten sich auch wieder drehen können, weil auf der anderen Seite ist wieder so eine Feuerschale. Vielleicht, aber ich komme da auch nicht auf die andere Seite. Alles so verschlossene Tore hier noch, die alle von der anderen Seite zu sind. Hier halte ich lieber die Augen offen. Okay. Wir haben noch mehr von solchen coolen Wänden. Jetzt bin ich im Kerker eingeschlossen? Revelio. Kann ich mich hier rausbomben? Wieso ist denn die Tür jetzt auf? Die war eben zu. Okay, einfach voll im Kerker rein. Da steckt noch mehr hinter zu sein, hinter dieser Henrietta-Geschichte. Okay. Auch wieder nur wegen dieser... Oder muss ich die hier vielleicht ausmachen? Die einen an und die anderen aus? Nee. Das ist immer noch aktiv. Hier war der Ausgang. Also ob man... Also die hier... Revelio. Hat nichts mit dem Fußboden zu tun. Ich kann also auch wieder hier nicht um die Ecke laufen. Spring! Oh, guck mal, da konnte ich jetzt um die Ecke springen. Ausgetrickst. Aber das geht bei der anderen Tür nicht so gut. Okay, jetzt kann ich das schon mal öffnen. Muss ich die von der anderen Seite öffnen? Oder... ja, weil ich das zerbrechen muss. Reicht nicht, das von der Tür zu nehmen. Nein, der muss auch kaputt gehen. Okay. Dann habe ich aber jetzt nur diesen Rundgang da. Was hätten wir denn hier noch? Also hier bin ich ja nur reingekommen. Die habe ich gedreht mit den Feuerdings. Das war ja gut. Da bin ich fertig. Die hier sind... Die leuchten alle? Hab keinen vergessen. Ist vielleicht hier was? Confringo! Revelio! Auch nichts. Hier hinter sind Feuerschalen, aber... Da müsste ich die ja drehen. Da müsste ich halt von der anderen Seite ran. Was sind diesen Raum hier noch vergessen vielleicht? Hier kommen ja auch diese komischen Geräusche her. Auch nichts, nur ein bisschen Geld. Okay. Revelio. Wie komme ich hier rüber?
über dieses... Hä? Ist das leuchtet gar nicht mehr. Aber es leuchtet halt nicht mehr blau. Guck mal, da ist ein Zeichen. Was hat dieses Zeichen dazu bedeuten? Das hatte ich eben schon mal gesehen. Ha, doch. Doch, bestimmte Plattform halt, wo man nur rauf darf. Jetzt sehe ich die wieder nicht. Mach mal das Licht aus. Danke. Da ist noch eins und da. Also hier kann ich auf jeden Fall stehen. Aber machst du einen Schritt nach vorne, passiert wieder das. Spring? Ja. Ich kann da halt nicht einfach so hin. Ja, ich kann auch nicht. Der lässt mich nicht springen. Das ist interessant, dass ich mich hier hinstellen kann. Aber von da aus nichts weiter tun kann. Da, sobald ich nach vorne gehe, geht's nicht. Kann ich da was raufstellen oder so? Revelio. Aber hat ein Zauber dieses Symbol oder sowas? Nee, ne? Nö. Ich werde aufgehalten bei dieser Quest durch diesen Gang. Gerade. Verstehst aber nicht. Die Plattform hier kann ich rauf. Ich komme noch nicht auf die nächste. Selbst wenn ich... Guck mal, hier darf ich auch nicht... Hä? Ja! Ich glaube, die ersten beiden hier sind völlig egal. Guck mal, ich kann auch hier. Hier kann ich auch rauf. Heißt das doch nicht, dass ich da draufstehen kann? Weil wenn ich jetzt hier hingehe... Was willst du von mir? Spiel. Bei dem anderen bin ich einfach um die Ecke gesprungen, ey. Das hatte geklappt. Lumos. Mit Licht? Wenn ich schnell bin. Und jetzt? Ha! Einfach schnell, weil die sind ja dann auch nicht wieder da. Ich weiß nicht, ob das der Trick ist. Aber ich nimm's jetzt mal so hin. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, dass ich auf den einen Plattform da stehen konnte. Auf den ersten beiden. Egal. Revelio. Man sollte nicht alles in Frage stellen. Einfach machen. Hier ist nichts mehr. Ist das Henrietta hier? Wahrscheinlich nicht. Wow, aber guck mal diesen Gang hier an. Noch mehr Aschwenderinnen. Das sieht ja voll schön aus. Es gibt nicht nur eine. Okay, wir haben hier wieder Bodenplattform, wo wieder Steine rauf müssen. Hier was zum Schweben. Da ist eine Feder drauf. Das hier ist aber kaputt. Deine Mutter war ein Troll. Erunsche ist die Zeit nicht wert. Keine Beute kann so viel. Hast du dein Testament geschrieben? Als ob das sich umdreht. Du hast geklaut. Also. Jeder da.
Routine für mich. Halt still! Ist der wieder raus aus dem... Expulsum! Confringo! Nein, nicht auf den! Sollte das so etwas wie einen Angriff darstellen? Nein! Was hast du getan? Descendo! Super! 3000 Schaden Stupor? Junge. Stupor! Expulsum! So geht es nicht mehr weg! Das wirst du noch. Also, und niemand da, um den Sieg zu teilen. Doch, wir haben genug Leute, die den Sieg teilen, oder? Teilt ihr den Sieg mit mir? Dann lasst einen Daumen nach oben für das Video da. So macht man YouTube. aber die Kombo mit dem Verwandeln zum Feuerfass und dann raufballern, das hat sich schon auch gelohnt, das zu investieren. Okay, ich muss hier wieder durch. Dann brauche jetzt aber wieder Würfel. Da oben haben wir einen. Aber er ist zu weit hoch. Zu weit oben. Wie komme ich darauf? Ich habe hier nichts zum Hochklettern. Haben wir hier noch irgendwann Lampen zum Anmachen? Hier sind wir. Ein paar Vasen. Da ist noch ein. Ein Fass. Okay, hier kann man aber. Hier ist noch eine Treppe. Ich sehe oben nur einen Würfel. Man hat hier unten aber mindestens zwei. Ein Feuer und ein Federsymbol. Revelio. Wie komme ich da drüben rauf? Kriege ich den mit Accio hierher? Okay, das war nicht Accio, aber. Den Würfel habe ich. Aber wo ist der zweite? Das ist Feder. Ich habe gerade keinen Federzauber drin. Na toll. Dann muss ich mir den irgendwo reinpacken. Das ist wegschubsen, ne? Den brauche ich jetzt gerade eh nicht. Nimm ich den. Auf die Feder rauf. Levioso. So, der schwebt. Ist gerade was aufgegangen schon? Nee. Doch, hier. Da muss hier irgendwo... da ist der zweite Würfel. Diese unsichtbaren Wände, die kannst du halt nicht einplanen. Die siehst du erst, wenn es zu spät ist, wollte ich gerade sagen. Aber wenn sie dann aufgehen... Geht ja auch wieder zurück auf. Nein. Natürlich nicht. Warum sollte es auch so einfach sein? Wir haben aber hier eine musikalische Karte? Ach du Kacke. Noch eine Karte. Aber guck mal, wenn man muss einfach von oben nach unten arbeiten. Guck mal, hier, seht ihr? Ich denke, man fängt hier so an. Oben. Macht so ein Ding. Oder? Das hier unten? Das ist aber hier bei der großen Burg. Hier, mitten im Zentrum. Ich bin ja jetzt hier unten an dieser Landspitze. Und hier oben war ja diese andere große Burg. Und da muss man dann diese Melodie spielen. Was ist das? Eine Schatzkarte? Gelöst von der Glocke. Noch eine weitere Schatzkartenaufgabe. Lumos. Nein, nicht Lumos. Spring runter, Junge. Wingardium Leviosa. Confringo. Jetzt geht's da hoch. Oh, rein. Okay. Ganz schönes Abenteuer hier drin. Wer hätte das erwartet? Bei der so einer Nebenaufgabe immer wieder. Und die Räume sind echt schön. Ist das der letzte Raum? Oh ja, ist das die Hauptbelohnung?
glaube, das war's. Das ist der Schatz, oder? Nicht irgendwie ist hier der Gegenstand, den Schatz, den man holen sollte. Das ist der letzte Raum hier. Revelio. Auf der anderen Seite ist wieder eine Feuerschale. Oder gibt es hier wieder noch eine weitere unsichtbare Wand? Also hier sehe ich jetzt gerade nichts mehr. Ich mach hier mal aus. Alter. Muss aber auch immer schon direkt aufhören. Sachen anmachen geht schneller als aus. Die ist auch umgeworfen hier. Alles aus. Dreht sich hier. Ah, man kann da auch drauf. So kann man die auch drehen. Ah, guck mal, jetzt bin ich wieder am Ausgang. Das war das. Ja, cool. So bringen die mich einfach wieder zum Ausgang. Dann habe ich das Rätsel hier schon mal abgeschlossen und muss dann dahin, wo die andere Schatzkarte mich hingeführt hat. Also für die Glocken. Da geht dann die Quest weiter. Seine fortlaufende Henrietta-Aufgabe. Die Sonne ballert. Ich habe Brabborough so oft über... Du schon wieder. Contringo! Contringo! Anstehen. Guck, da fliegt er. Du hast doch Nora Gretel. Protego! Rex! Pulso! Das ist denn Trinity? Hier mache ich kurz einen Prozess. Hast du schon genug? Uns du bist ein Greif befreit. Wo sind die denn schon? Hältst dich für schlau. Mein Fan ist ganz schön hoch. Aha, du bist noch mehr. Inspektion. Alter. Was hast du? Stell dich mal hinten an. Das mach ich nicht ehrlich. Dieser 36-Typ, der ballert ganz schön. Aber es nervt gerade, dass hier so ein paar Frame-Einbrüche sind. Du setzt doch dunkle Tricks da ein. Das nervt gerade ein bisschen. Das wird morgen wehtun. Wenn du dann noch lebst. Für diese Kacke wirst du büßen. Eurer Herren. Herren? Alter, die beschwört Untote. Wer hier wohl gelebt hat, Ringo. Bist du Contego! Beschwört dir einfach echt Untote. Na? Das war ein schwerer Fehler. Ozio! Der da, der ballert halt. Dieser 35er. Expulso! Es sieht nicht gut aus, Witz. Du bist ziemlich leitfähig. Leitfähig? Nein, das wollte ich ja nicht. Unten, okay, unten ist der drauf. Ah, Nora, schmecken Sie. Ja, ich glaube, einfrieren und zerschneiden macht mehr Schaden, oder? Oder es liegt daran, dass der halt sehr, sehr. Das wird dir noch klein. Sehr, sehr hoch ist vom Level. Du hast. Ich brauch Mumm einen geklauten. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Art Winderin besiegt habe. Der hatte halt. Ordentlich Lebenspunkte, glaube ich, auch wegen seinem roten Level. Okay, dann sind wir aber hier durch auf bei dieser Burg, haben die erste Schatzkarte gemacht, aber in Henriettas Versteck war halt noch eine weitere Schatzkarte. Hat dann hier von der Landzunge hier nach hier oben gezeigt. Entweder ist es hier bei dem die Glocken, dass da Glocken sind, oder hier in dem großen. Irgendwo hier, aber es war eher so mittig, also es wär vielleicht eher hier, dass da Glocken sind, wo man dann diese Melodie spielen muss. Muss ich da die Noten nochmal richtig entziffern.
Okay, und dann haben wir hier noch die Aufgabe, hier drüben noch zwei. Gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute beim Zusehen. Die Rätsel waren interessant in der Burg, besonders mit diesen Bodenplattformen, aber ich bin ja dann doch noch irgendwie durchgekommen. Okay, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.